Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr angeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, ich habe euch ja bereits ein verbessertes Headstrap für die Pico 4 vorgestellt. Jetzt habe ich nochmal Post erhalten und zwar von Bobo VR. Die haben mir das Battery Strap Upgrade Combo geschickt. Und ja, enthalten hier sind einmal ein verbessertes Headstrap. Wir haben zwei Akkus an Bord. Wir haben eine Ladestation dabei. Und das Ganze habe ich noch nicht ausgepackt, das mache ich gleich mit euch zusammen. Die Akkus haben jeweils 5200 mAh. Die originale Pico hat einen Akku verbaut von 5300 mAh. Und die Spieldauer, wissen wir ja alle, ist ungefähr je nach Spiel natürlich 1 bis 2 Stunden. Und so ist das auch bei den Akkus hier angegeben. Pro Akku 1 bis 2 Stunden Spieldauer mehr. Und ja, also wenn wir vollgeladen die Pico, die zwei Akkus von Bobo vollgeladen haben und diese Akkus sind per Magnet, sind die snapbar, das heißt, wir können die per Magnet dranstecken und schon haben wir was ja, gewechselt. Wie gut das geht, werde ich natürlich testen und da haben wir natürlich dann eine Spieldauer von ja, 3 bis 6 Stunden und das sollte eigentlich reichen. Wenn ich einen leeren Bobo-Akku habe, kann ich den auf die Ladestation stecken und während des Spielens lädt er dann und dann so kann ich immer wieder wechseln. Das ist natürlich auch sehr komfortabel für lange, lange Spiele-Sessions. Ich weiß nicht, wer so lange spielt von euch. Ich nicht. Also 3 bis 4 Stunden in VR reicht mir. Meistens sind es aber eher 1 bis 2 Stunden. Dann habe ich eigentlich erstmal genug. Aber das Set macht eine gute Figur. Ist aktuell bei Amazon für 119,99 bestellbar. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Es ist ein Affiliate-Link. Damit unterstützt ihr meine Arbeit. Ihr bezahlt aber keinen Cent mehr. Und alle Links, die ich so in der Beschreibung habe, zur Pico, zu irgendwelchen anderen Zubehörteilen, das sind Affiliate-Links und so unterstützt ihr mich. Und selbst ein normaler Amazon-Link ist dabei. Wenn ihr irgendwas bestellt, könnt ihr das auch darüber machen und unterstützt meine Arbeit damit. Ja, in diesem Video möchte ich gerne mit euch das Unboxing machen. Komplett mal schauen, was ist in diesem Paket enthalten. Schauen wir uns das alles mal ein bisschen im Detail an. Und dann gibt es natürlich ein Montagevideo, wie wird das Ganze montiert an der Pico. Und dann möchte ich natürlich mit euch ein ja, kleine Review am Ende machen mit einem Fazit, was ich davon halte, vom Komfort. Wie gut ist das Ganze auch mit dem Wechseln während der Spiele-Session? Das ist natürlich auch wichtig, ob ich das relativ ja, einfach, ob das einfach von der Hand geht oder ein bisschen fummelig ist. Und ja, da wird es dann am Ende natürlich ein kleines Fazit geben. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zum Unboxing und ja, dann sehen wir uns gleich. So, hier sind wir beim Unboxing-Tisch. Das Paket ist noch nicht geöffnet. Ich habe gerade mal das Label hier durchtrennt. Und wie ihr schon seht, ich habe den automatischen Fokus aktiviert. Das hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, hier beim Unboxing überwiegen die Vorteile, damit ich euch mal ein paar Komponenten auch von ganz nah zeigen kann und die Kamera dann automatisch scharf stellt. So, ich würde sagen, wir öffnen das Paket jetzt mal und schauen mal an, was uns hier so als erstes auffällt. Okay, hier wird uns gezeigt, wie wir das originale Backcover deinstallieren oder demontieren. Hier wird angezeigt, wie wir was montieren. Aber ich versuche natürlich nachher hier in diesem Video auch noch ein Demontage- und Montagevideo zu zeigen. Und dann bleibt unbedingt hier dran und klickt nicht hier auf den QR-Code, der auch ein Video-Tutorial enthält. Aber natürlich kann man das auch darüber machen. So, aber hier in dem Unboxing geht es jetzt wirklich nur darum, was haben wir hier? Was wurde geliefert und ja, schauen wir uns mal an. Als erstes die Twin Charger Station. Ach, wie kriegt man das hier raus? So, das schiebe ich mal kurz zur Seite. Schauen wir uns mal an, was uns hier erwartet. Okay, hier haben wir so ein kleines Manual zur Ladeschale und zum Akku. Mal gucken, ob jetzt auch scharf gestellt wird. Genau so. Ja, was ist was und okay, das finde ich jetzt interessant. Hier wird auch gezeigt, welche LED, welcher Ladestand auch ist. Also bei 1 haben wir 0 bis 25 und dann so weiter und so fort. Hier wird auch nochmal angezeigt, was was ist. So. Ach, stellt nicht so ganz scharf. Müsste man näher ran. Aber ein kleines Manual liegt bei. So, jetzt kommen wir aber zum Akku. Das interessiert mich am allermeisten. Vom Gewicht her ist das auch schon ganz ordentlich.
Ich habe auch eine kleine Haushaltswaage da. Wir werden gleich den Akku auch mal wiegen. Schauen wir uns aber erstmal an, was wir hier so haben. So, wir haben Bobo VR Schriftzug, wir haben den Einschaltbutton, wir haben hier unten die LEDs, die vier, die uns anzeigen, welchen Ladestand wir hier haben. Und dann haben wir hier oben auch eine Typ-C-Buchse, damit wir auch einfach über ein Kabel laden können. Und dann haben wir hier unten, hier sind die zwei Magneten und hier wird der Spannungsabgriff sein, worüber geladen wird und worüber auch die Pico betrieben wird. Dann haben wir hier hinten einfach nochmal auch so ein kleines Typenschild mit Spannungen, Ausgang und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Wiegen. Ich bin gespannt, was wir hier haben. Ich hoffe, ihr könnt die Anzeige auch sehen. So, ich kalibriere jetzt erstmal die Waage. Ich glaube, ist für euch nicht ganz so gut zu sehen, aber ich werde euch das dann mitteilen, was wir hier haben. Wir haben 141 Gramm, also ungefähr 140 Gramm haben wir hier. Wenn ich die hochhebe, geht das eh weg. Genau. kann man eventuell so kalibrieren und ich kann euch das dann so zeigen. Nee, das passt nicht. Aber wir haben hier 140 Gramm, da müsst ihr mir irgendwie vertrauen. So, was haben wir sonst noch hier drin? Also den zweiten Akku natürlich. Und wie eben schon erwähnt, die haben 5200 mAh, Spielzeit 1-2 Stunden. So, dann haben wir hier einmal ein Typ-C-Kabel, USB. Hier haben wir auch nochmal, aber von der Länge her ein kleineres Typ-C. Also Stecker. So, holen wir das mal hier raus. Dann kommen wir zur Ladeschale. Und hier ist auch noch was dabei. Schauen wir uns gleich mal an. So, das ist die Ladeschale. Hier werden die Akkus drauf gesteckt. Schaut mal, wie einfach das gerade ging. Und direkt in der richtigen Position, also schon nicht verkehrt. Zack. Und wenn das in dem Headset jetzt genauso gut funktioniert, ist natürlich super. Aber das werden wir alles noch testen. So, hier haben wir dann so eine Anti-Rutschmatte noch dabei, die wir hier drunter kleben können. Ne? Dann haben wir hier eine schöne Station, die man sich auf den Tisch stellen kann und die dann auch hier ist eine USB-C-Buchse, kann man die hier, zack, und dann kann man darüber die Akkus laden. So. Auch nicht schlecht. Ich glaube, diese Matte werde ich definitiv auch installieren, weil dann kann das auf so einem Holztisch hier auch nicht verrutschen. Ist natürlich von Vorteil. Okay, das waren die Akkus und die Ladestation und kommen wir jetzt mal zum nächsten Teil. Der nächste Teil. So, Battery Strap Upgrade Part. Jetzt schauen wir uns das mal an. So, jetzt bin ich gespannt, was uns hier erwarten wird. So, die Tüte kommt mal weg. So, hier haben wir jetzt das, was am Hinterkopf drankommt und ist ein richtig schöner, weicher Stoff. Und auch so eine Art Kunstleder, was auch abwaschbar ist, also auch perfekt, kann auch hier demontiert werden, wie wir sehen, über einen Klettverschluss. Das macht schon mal echt eine gute Figur, muss ich sagen. Aber da bin ich gespannt, wie sich das am Hinterkopf anfühlt. Und dann haben wir hier die Schale, wo auch die Akkus dann drauf kommen. Das probiere ich jetzt einfach mal aus hier. Perfekt, also ich glaube, das geht während des Spielens sowas von einfach. Und der Akku erkennt auch direkt, ja, ich bin aufgesteckt, los geht's. Und hier sehen wir auch nochmal zwei Magneten. Also ich denke, dass hier dann auch nochmal zwei Magneten drin sind.
oder einfach nur eine Platte. Also perfekt. Das wird dann, das Kabel hier wird dann zur Pico nach vorne geleitet. Das schauen wir uns dann mal an, wie das dann aussieht. Aber das sieht echt alles sehr wertig aus und ja, macht einfach eine gute Figur. Aber müssen wir jetzt echt mal gespannt sein, wie sich das Ganze dann im fertigen Zustand macht. Und hier sehen wir auch schon hier diese Klipse. Hier und hier. Die werden hier eingesteckt und ja, einfach nur eingesteckt und die rasten dann auch ein. So, dann haben wir schon mal einen Teil zusammengebaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sinnvoll war, aber notfalls demontiere ich das Ganze nochmal, ist einfach per Klick. Und das ist auch so ein Textilgewebe ist hier drum. Also nicht einfach so eine normale Isolierung, sondern so ein Textilgewebe. Und das Orange macht auch schon irgendwie was her. Sieht gut aus. Ja, dann haben wir das schon mal abgehakt und kommen wir zum letzten Teil, glaube ich, der Verpackung. So, der letzte Teil wird wahrscheinlich das Kopfband sein. Das hole ich jetzt mal raus. Leg den Karton mal kurz zur Seite, damit ich ein bisschen mehr Platz hier habe. Und dann öffnen wir das Paket mal. Was hier dann alles jetzt im Endeffekt drin ist. So, hier ist nichts mehr drin. So. Holen wir mal die ganzen Sachen raus. Und das habe ich auch auf der Amazon-Seite gesehen. Das, was wir hier jetzt haben, das ist nochmal, ja, das ist so ein Silikonmaterial, das in so Honigwabenform ist. Und die kann man dann halt auch als hinteres Cover benutzen. Die kommen dann auch einfach mit Klettverschluss hier drauf. Ob ich jetzt die richtige Seite habe, weiß ich nicht. Aber hier haben wir auch nochmal ein anderes Material. Und da muss dann jeder für sich selber entscheiden, was ist angenehmer. Hier, das soll noch einfacher zu reinigen sein, habe ich gelesen. Fühlt sich aber auch echt mega weich an. Und bei meinem Glatzkopf könnte das sogar so eine ansaugende Wirkung haben. Ne? Jetzt sieht man ja so eine Art Unterdruck. Aber bin ich gespannt. Ich werde die wirklich beide testen und dann mal schauen, welches auch angenehmer ist. Also die beiden liegen dann auch nochmal dazu dabei. Also von, ich denke mal, dass das hier komfortabler ist. Aber ich lasse mich echt überraschen, wie das hier dann im Endeffekt funktioniert und wie angenehm das dann zu tragen ist. Dann legen wir das mal kurz zur Seite. Hier haben wir eine kleine Klammer. Ich denke, dass die für die Kabeldurchführung ist. Die kommt dann wahrscheinlich auf die Pico. Ich habe die Pico hier. Testen wir mal ganz kurz, ob das auch hier wirklich passt. Ja, genau. Wie wir sehen, der wird hier an der Seite angeklickt und dann können wir hier diese Leitung durchführen und können die dann hier einstecken und fertig ist es. So. Dann haben wir hier so einen kleinen Plastik. Ja, ich denke mal, so ein Demontagetool ist das, um, ich glaube, das originale Cover hier zu entfernen, dass wir ein bisschen hebeln können, ohne dass was kaputt geht. Da sind diese Kunststoffspachtel immer ganz gut für. So, und jetzt haben wir hier das Kopfband und ja, das macht auch eine echt gute Figur, muss ich sagen. Wir haben hier einen richtig schönen, dicken Stoff, auch wieder Kunstleder. Ich weiß nicht, heißt das nicht PU? Ich glaube, PU heißt das, ne? Und ja, hier haben wir diesen einfachen Klettverschluss, damit wir das hier befestigen können. Ne? Nachher, aber die Montage zeige ich euch nachher. Aber das macht auch einen echt komfortablen Eindruck. Ziemlich, ziemlich schön weich und wichtig ist, dass es kein normaler Stoff ist, sondern wirklich, dass es auch abwaschbar ist. Irgendwie ja, Kunstleder oder ein Silikonstoff oder sonst was. Weil man möchte natürlich auch Sportspiele damit spielen und das ist halt viel hygienischer als alles andere, was man sonst so in VR-Brillen hatte, was mit Stoff ist. Also hier ist so eine kleine Klammer, die wird vorne in die Pico eingesteckt.
Wenn man das Facecover entfernt, sieht man das schon, dass man das Originale ausstecken kann und das wird dann auch eingesteckt. Aber das zeige ich euch gleich im Montagevideo. Ja, also ich muss sagen, das ist ein schönes, komplettes Set hier, was wir haben. Besonders gut gefällt mir jetzt, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, für den Hinterkopf das zu tauschen. Das ist echt extrem wichtig und dass es hier ein Klettverschluss ist. Und vielleicht bietet Bobo dann auch noch andere Materialien hier an, die wir dann da wechseln können. Und ja, diese zwei werde ich auf jeden Fall auf Herz und Nieren testen, was da besser ist, für welche Situation, vielleicht für irgendwelche Sportspiele oder sonst was. Und ja, die zwei Akkus mit Ladestation ist natürlich auch echt sehr komfortabel. Das Snappen funktioniert scheinbar echt verdammt gut, wie ich euch eben schon gezeigt habe. Also einfacher geht's nicht. Und ich werde auch mal so ein Test machen, ohne zu gucken, ne, wie gut das klappt, aber ich kann ja einfach abnehmen und werde am Hinterkopf natürlich dann auch relativ schnell die Position finden. Also ich glaube, für lange Spiele-Sessions ist das hier perfekt und ja, ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Unboxing. Dann gehen wir mal zum nächsten Part. Bevor wir die Bobo-Teile montieren können, müssen wir die originalen Pico-Teile demontieren und wir fangen an mit dem Kopfband. Das entfernen wir als allererstes, ziehen das Kopfband hier einmal durch die Lasche raus. Jetzt entfernen wir das Facecover und hier kann man sehen, hier ist das Kopfband eingehakt, hier drunter, und wird dann auch nochmal hier durch diese Arretierung gehalten. Das entfernen wir jetzt erstmal so, das brauchen wir gleich nochmal. Als nächstes müssen wir das Kopfpolster entfernen. Das geht mit dem beiliegenden Werkzeug ganz gut. Ich habe es schon mal probiert. Das sieht man auch an, an dieser Farbveränderung hier. Es ist ganz einfach. Wir gehen einmal hier rein und hebeln ganz, ganz leicht, nicht zu sehr. Und dann hört man auch, wie diese Klipse ausrasten. Und das Ganze können wir dann auf der anderen Seite auch noch machen. Dann kann man so hier lang fahren und hat dann eigentlich relativ schnell das Kopfband, das Kopfpolster entfernt. Ging auf jeden Fall eben sehr einfach. Ja, manchmal rasten die wieder ein und dann muss man nochmal mithelfen. So, jetzt haben wir hier das originale Polster demontiert. Und dann können wir jetzt loslegen und installieren diese Aufnahme hier, wo der Akku drankommt und wo auch das Polster nachher drankommt. Und ja, das wird einfach jetzt hier auch aufgeklickt. Ist auch eigentlich relativ einfach. Man muss nur die richtige Position finden. Und dann zieht man das einfach zu sich. Ich versuche es mal so. So, dann habt ihr schon einrasten hören. Und das war es eigentlich schon mit dem Teil hier. Und dann seht ihr hier eine Markierung R und L, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt einfangen kann. Auf jeden Fall sind hier Buchstaben drauf für links und rechts. Und das Gleiche ist hier auch zu sehen und auch hier zu sehen, L und R. Dann weiß man, wie rum man das Kopfpolster dann auch installieren muss. Und das wird auch einfach nur hier eingesteckt, eingerastet und fertig ist es. So, das versuche ich jetzt mal. So, auf der einen Seite drin, auf der anderen Seite auch. So, und als nächstes können wir hingehen und befestigen das Kopfband. Und das wird einmal, hier ist eine Lasche, ich weiß nicht, ob ihr die gut sehen könnt, genau. Hier, diese Lasche, da kommt dieser kleine Klettverschluss durch. Da wird das Ganze dann gehalten. Das ist ein bisschen fummelig, aber man macht das ja auch nur einmal und dann sollte es ja auch gut sein. So. Das ist eigentlich schon. Dann wird er hier so befestigt. Und diese Halterung wird hier eingeschoben. Dann kann man das so ein bisschen hochhalten, nach oben ziehen und dann kommt das Facecover einfach drauf. Und dann kann
diese Befestigung auch schon mal nicht mehr wegflutschen oder rausrutschen. Und ja, dann können wir das hier einfach drüber machen. Das muss man sich nachher natürlich anpassen, wenn man die Brille aufzieht. So, jetzt gehen wir hin und legen die orangene Leitung, hier das USB-Kabel, hier lang. Das kann man dann auch hier schon einstecken, wenn man möchte. Und dann haben wir hier diese kleine Halterung dabei. Und das wird dann einfach hier drüber gelegt. Und so hat man dann halt eine schöne Kabelführung. Und ja, kann man jetzt nach oben oder unten machen. Ich versuche es mal, ob es unten schöner aussieht. Ja, sieht ein bisschen schicker aus. Und ja, das war es eigentlich schon. Und jetzt kann man einfach hingehen. Das muss ich euch ja so zeigen. Nehmen wir einen Akku. Fertig. Und schon wird die Pico auch geladen. Ja, jetzt können wir eigentlich zum nächsten Teil kommen. So einfach ist die Demontage und Montage für das Bobo VR Headstrap. Und ja, ihr habt es ja gesehen im vorherigen Video, einfach super, geht alles super von der Hand. Es ist alles super stimmig, die Qualität passt einfach. Ich habe jetzt nirgendwo irgendwo großartig fummeln müssen oder so. Also richtig gut. Und ja, bevor ich jetzt aufs Fazit komme oder ein kleines Review einspreche hier, gehen wir mal ganz kurz auf die Amazon-Seite, wo ihr das Ganze bestellen könnt. Und ja, das Ganze kostet 119,99, also 120 Euro. Und ich habe unten in die Beschreibung, packe ich den Affiliate-Link rein. Wenn ihr das darüber bestellt, unterstützt ihr meine Arbeit. Und ich mache das hier super gerne. Das ist mein Hobby, aber es ist mega zeitaufwendig. Es kostet natürlich auch alles was. Ich habe jetzt auch erst wieder neue Mikrofone bestellen müssen. Bräuchte auch eigentlich eine neue Grafikkarte, um die aktuellsten VR-Titel mal ja, euch vernünftig zeigen zu können. Und ja, da ist sowas wie ein Affiliate-Link super. Ihr bezahlt nicht mehr und unterstützt aber meine Arbeit. Es gibt aber unten auch in der Beschreibung noch Spendenmöglichkeiten, wie ihr mich anderweitig noch unterstützen könnt, wenn ihr das vorhabt. Es ist komplett freiwillig. Und ja, ich würde mich natürlich da freuen. Aber ich finde diese Affiliate-Links echt super und würde mich natürlich freuen, wenn ihr diese nutzen würdet. Ja, 120 Euro ist viel Geld, wenn man das im Vergleich zur Pico jetzt sieht, zum Komplettpreis der Pico. Aber man darf nicht vergessen, wir haben hier zwei große Akkus dabei. Die sind super einfach zu wechseln, das zeige ich euch auch gleich mal. Die sind 5200 mAh groß, also fast genauso viel, wie die Pico eigentlich selbst an Bord hat. Und die sind super schnell über Magnetverschlüsse wechselbar. Wir haben ein mega komfortables Headstrap. Also ich will jetzt gar nichts mehr anderes haben. Das ist so bequem, ist egal, ob ich jetzt das Kunstleder Polster nehme für hinten oder dieses Honeycomb, wie sich das auch nennt. Ich zeige euch das nachher auch nochmal in groß. Das ist so ein ganz, ganz weicher Silikonstoff in Honigwaben-Muster. Und ich muss sagen, ich mag beide. Also beide sind super bequem zum Tragen. Das Honeycomb liegt noch bei mir jetzt selber bei der Glatze ein bisschen ja, besser an. Es verrutscht weniger. Wenn ich jetzt wirklich Sport treibe, ich bewege mich relativ schnell, zum Beispiel beim Boxen oder so, dann habe ich hier weniger die Gefahr, dass es verrutscht, weil es einfach viel, viel fester hält. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist bei Haaren. Wenn man jetzt Haare hat, ich habe jetzt keinen, ich hätte mir eine Perücke anziehen können, aber ob es dann irgendwie zieht oder so, das weiß ich nicht. Aber bei mir ist das echt bequem und ich kann mich auch gar nicht festlegen, welches mir jetzt besser gefällt. Ein bisschen Tick mehr Polster bietet natürlich das Kunstleder, weil wir da auch ein bisschen dickere Auflagefläche haben. Aber beide sind super bequem und ich kann beide empfehlen. Aber wirklich für Sportsessions würde ich dieses Honeycomb empfehlen. Zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Und ja, wir haben hier eine Ladeschale, wo wir wirklich beide Akkus auch laden können über USB-C. Und ganz ehrlich, das ist ein super Komplett-Set. Es wertet die Pico einfach auf, das muss man ganz klar sagen. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. 120 Euro sind hier echt sehr, sehr gut angelegt, muss man einfach sagen. Die andere Lösung von Cyber war auch super, aber das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Sieht man natürlich auch am Preis.
Und ja, ich habe jetzt nicht mehr das Problem, wie ich es vorher beim originalen Headstrap hatte vom Pico, dass ich das Gefühl habe, ich müsste eigentlich noch zwei, drei Umdrehungen hinten drehen, damit es irgendwie fest anliegt. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich kann es schön fest anziehen und es wackelt nicht großartig was. Vorher hatte ich hinten immer, dass es ein bisschen gerüttelt hat. Das habe ich jetzt nicht mehr. Wenn jetzt noch ein neues Facecover kommt, und das kommt ja, das habe ich euch ja im Pico Talk Berlin Video erwähnt, dass dann ein neues Facecover kommt. Das wird auch aus so einem abwaschbaren Stoff sein. Und wenn das dann auch noch mal ein bisschen besser ist als das Originale, dann haben wir echt ein richtig cooles VR-Headset, ein Komplettset und können ja schöne lange Spiele-Sessions machen. Ja, Leute, das zum Bestellvorgang auf jeden Fall. Und ja, jetzt kann ich euch noch mal ganz kurz dieses Honeycomb-Wabenmuster zeigen hier. Das sieht man dann ein bisschen besser in groß. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht so dick. Ich kann mal ganz kurz das normale euch zeigen. So, und das ist das normale. Es ist natürlich vom Stoff her ein bisschen dicker, bietet ein bisschen mehr Komfort, aber trotzdem ist das hier mega bequem. Ich habe auch zuerst gedacht, so, ob das was ist, aber das ist echt gut. Muss ich sagen, da war ich echt überrascht. Ich packe das mal ganz kurz hier dran. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie gut man blind den Akku wechseln kann. Ich muss nur gucken, dass ich da gleich an den Akku komme, aber ich nehme einfach den hier. Ich nehme einfach den ab und wieder dran. So. So, man greift einfach nach hinten, hat ihn dann hier in der Hand und ja, geht einfach hinten dran, zack, fertig. Also es geht eigentlich auch relativ gut fliegend, zack, und dran ist er. Und das kann man mal ganz schnell während der Spielesession machen. Im PvP muss man natürlich dann gucken, hat man gerade kurz Pause oder ist man tot. Aber ansonsten funktioniert das echt sehr, sehr, sehr gut. Und ja, dieser Magnetverschluss, der arbeitet einfach super. Da gibt es echt nichts zu meckern. Und das Gewicht ist auch natürlich. Geht es jetzt mit dem Gesamtgewicht nach hinten? Das ist natürlich klar. Aber da wir hier ein richtig komfortables Hinterkopfband haben, was uns hier festhält, merkt man das Gewicht gar nicht so krass. Also ich muss sagen, mich hat es überhaupt nicht gestört. Und ja, für die lange Spieler, die 4, 5 Stunden in VR in der VR-Welt drin sein wollen, dafür ist das natürlich echt richtig, richtig gut und die machen hier nichts falsch. Ich bin echt froh, dass ich hier dieses Set jetzt bekommen habe, weil das wertet die Brille einfach auf und es macht es mehr Spaß, auch ein bisschen länger zu spielen, muss man ganz klar sagen. Ich habe unter diese Ladeschale habe ich dieses Gummi geklebt. Ich versuche es gleich auch nochmal abzumachen, aber wie ihr seht, das hält so gut auf dem Tisch. Ist Wahnsinn. Und so hat man dann auch nochmal schnell dahin gegriffen, ohne dass irgendwas verrutscht oder so, weil wenn man das jetzt so macht, verrutscht natürlich. Und das ist hier diese komische, ja, also fast auch wie Silikon, kann man hier auch abziehen. Und das hält so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig rumgeklebt habe, aber das ist dann auch abwaschbar, wenn es mal verstaubt ist und dann hält das wieder super. Also top. Wenn ich es ohne habe, verrutscht natürlich, macht dann keinen Spaß. Man sollte sich eine schöne Stelle da aussuchen, wo man gerne spielt. Und da kann man dann halt auch jederzeit wechseln, ohne dass da groß was verrutscht. Und ja, so muss es eigentlich sein. Ich kann eigentlich nur sagen, wer noch gar kein anderes Headstrap hat, und ist auch nicht ganz zufrieden mit dem originalen Headstrap von Pico wie ich. Also ich habe es ja schon öfters erwähnt, ich mag die Pico, ich finde die echt super, ich spiele da sehr, sehr gerne mit. Aber das Headstrap, wir beide wurden keine Freunde. Ich weiß nicht, ob es wirklich an meinem Kopf liegt. Da ist ja so viel Individualität drin bei jedem von der Kopfform her.
Es haben ja auch Leute geschrieben, ich kann nicht verstehen, dass du das ungemütlich findest oder nicht so ganz zufrieden bist. Ich finde das super. Ja, da ist jeder Kopf anders. Vielleicht ist meiner auch ein Tick zu klein von der Tiefe her, dass es bei mir nicht so gut anliegt. Das mag sein, aber damit bin ich jetzt mega zufrieden. Und ja, von mir kriegt es eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung für dieses Heads, für diese Combo hier, muss man ja ganz klar sagen. Hier P42 Battery Strap Upgrade Combo. Das ist der eigentliche Titel, P42, glaube ich. Ne? Das ist das Modell. Ja. Wer sich hier gefragt hat, was das hier ist, das ist der Rifle. Deutscher Hersteller. Werde ich auch nochmal unten kurz verlinken. Das ist ein Gunstock, der einfach zu benutzen ist. Wir können super einfach nachladen ohne Probleme, nicht wie bei den anderen Gunstocks. Und das ist einfach über Magnet. Und dann kann man hier damit schön spielen. Es gibt hierfür auch noch Schulterstützen, also echt top. Also Rifle ist einfach zu empfehlen. So, das nur mal so ganz kurz am Rande, ne? Auch wenn es jetzt ein Bobo-VR-Video ist. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch so ein bisschen was vermitteln aus meiner Sicht her. Es ist ja natürlich, wie eben schon gesagt, alles sehr individuell, wie das jeder empfindet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn jemand dieses Set kauft, dass er unglücklich damit wird. Das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Und ja, wie gesagt, ich würde gerne eure Meinung auch dazu hören. Habt ihr eventuell sogar schon das Bobo VR Combo Set? Seid glücklich damit oder habt ihr eventuell Probleme? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Da bin ich immer glücklich drüber, wenn ich auch so ein bisschen Feedback von euch bekomme. Und könnt auch gerne schreiben, wie glücklich seid ihr mit dem originalen Headstrap? Da auch gerne mal was zu schreiben. Und ja, ich versuche auch auf jede einzelne Antwort immer zu reagieren und zu antworten. Kann man natürlich, je nach, was ich gerade mache, ein bisschen dauern, aber normalerweise bin ich da relativ schnell. Und ja, ich bedanke mich jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Und ja, ein Like da lassen tut auch nicht weh, genau wie das Abo, kostet nichts. Und wie eben schon erwähnt, wenn ihr mich unterstützen wollt, da gibt es auch unter der Beschreibung genug Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.